Hey mein Leutchen und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi. Ja, mit denen können wir nichts anfangen. Das Tier ist tot. Deswegen, wir bräuchten wieder Schlaf oder sowas. Das Pferd bräuchte auch wieder ein bisschen Zuneigung. Wir reisen erstmal zurück zum Lager. Hey there. Und okay. Genau, reisen erstmal zurück zum Lager. Gibt es ja auch noch eine Mission. Mal schauen, ob wir die erstmal machen, aber ich denke doch. Wir haben ja früh am Morgen und können dann da mal ganz entspannt starten. Was uns da erwartet. Wir müssen mal kurz schauen, das Pferd fühlt sich auch ein bisschen dreckig, dass ich mal ganz kurz hier... Oh, mir ist es so tief. Komm zurück. Okay, ich glaube, es ist sauber. Komm jetzt. Wer erzählt hier? Ich höre Stimmen oder höre Stimmen? Na gut. Dann reiten wir schnell weiter. Kleiner Bach. Bin ich hier schon mal vorbeigekommen oder halt sind wir schon mal hier vorbeigekommen? Ich glaube nicht. Ich hoffe mal, dass der Weg, den ich letztens mal ausgesucht habe, der richtige ist. Ansonsten müssen wir gucken, wo wir rauskommen. Yep. Ich muss noch mal ganz kurz schauen. Ich fühle mich gerade irgendwie echt. Nö, sieht richtig aus. Ist total perfekt. Hey, Mister. That's one nice looking horse you got there. How about we see how fast it is? First one to Callagher Hall. Sure, why not? Ready? Let's go. Ich war aber schon fast da und jetzt wieder reiten den ganzen Weg zurück. So mein. Ja, nein, wir halten sie auf Abstand. Oh, nicht verreiten. Was? Ja, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Sorry. Einfach so durch den Wald reiten, weil ich ja war. Echt nicht vorbereitet. Ah, da muss er bremsen. Hihihi. Oh, jetzt kann man auch hier lang reiten, das ist quasi der gleiche Weg. I'm surprised I won, honest. Ha
Ach so, ich dachte, wir können ein bisschen erzählen sowas. Na gut. Good race. Could have gone either way. I wish things was different, but hey, be safe out there. Sehr schön. Jetzt sind wir alle wach und fit und guck mal ganz kurz. Okay, dann machen wir erst das hier, da wir hier quasi gleich in der Nähe sind. Ist überall? Okay, überall Waffen verboten. Ich dachte, wir springen drüber, aber nein, das Tor war offen. What do you want? Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble. Wanted me to have a word with a few of the folks on the property here. Emmett Lee. All right. Have a word. But I ain't got the time to help you. Obliged. Mit denen kann ich ja nicht. Nö. What are you waiting for? The sheriff? Machst du schon mal ein Pferdchen? Da kann ich die irgendwo festleihen. Das sieht nicht so aus. Dann packe ich dich mal da. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region, and I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Okay, dann gehen wir dahin. Wie ist es jetzt, ist da? Ich habe ein bisschen Holz rum. Blickt doch keiner durch hier. Ist hier noch einer? Hey, Mister. Hey there. Hey, Partner. Okay. Ich grüße jemanden, dann geht er weg. Hello. Ah, der sagt mal Hallo. Okay, da geht's nicht rein. Ich dachte eigentlich, er versucht das Ganze mit der Türklinke. Aber nö, wir schmeißen erstmal die Schulter dran. Ach, vielleicht ist es der. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. Then suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds, seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Na gut. Wie weit ist es weg?
Kann ich die K.O. schlagen oder so überhaupt keine Interaktion? Okay, doch, weil ich weg, wo es fährt. Ah, toll, da hinten vergessen. Dann warten wir mal kurz hier. Schau mal ganz kurz auf die Karte, wie weit es weg ist. Oh, da. Okay, es kommt nicht. Nicht die Leute umreißen. Hey, Mister. Hello, Mister. Alles ist Mister. What? Hi there, Mister. Mister. Ich weiß gar nicht, gab es noch Anweisungen? Ich hab's vergessen. Ich dachte mal, wir spielen da drüber, aber nehmen wir einfach durch. Auch gut. Oh, schöne Musik, so Hintergrund. Finde ich sehr entspannt. Folgen den gelben Pfad. Um da zur Ranch zu kommen. Hey there! Howdy, Park. Ach so, wir hätten ja auch zelten können. Na gut. Ach, da ist es. Also egal, wie wir reiten, wir sehen es ja schon. Hier fährt. Mach nichts Böses. Ich darf nicht zurückschießen. Das ist immer ein Opfer. Hoffentlich sieht er uns nicht. Hier rechts ist noch einer irgendwo. Sehe ich die auf der Karte. Ist sehr schön. Dann stehen da bestimmt da vorne zwei rum. Ich weiß gar nicht, wer die gucken können. Na, läufst du wieder zurück? Mach's ganz schön spannend. So, er kann auch so rein, das ist ja. Da vorne ist bestimmt noch eine Wache. Ja, das wird noch eine sein. Da hinten drin, ne? Ist das der Typ da? Glaube fast schon.
das ist ein Pferd. Apropos Pferd, wenn es ist, wir kommen nicht zu schnell zu unseren. Ich hoffe, dass wir nicht schnell wegrennen müssen. Are you Penelope Braithwaite? Well, yes, I am. I've got a letter for you. Oh. And a gift. A letter and a gift. Well, we don't even know each other. Well, it's not from me. It's from, From Bo. Oh, he is so... Strange? Yes, he's a little strange, but also so human. The rest of our families are stuck in the Dark Ages, or... Well, I don't know, cave people, perhaps. Bo's different. But if they find out, they'll kill him and send me to live someplace awful, like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are... there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. Well, nothing to say, except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here, if you see Bo again, will you give this to him? Sure. Oh. Da ist jetzt so viel Rot. Ich würde grundsätzlich ganz, also favorisieren, wir schwimmen und mal ganz kurz schauen auf der Karte, wie weit denn das ist. Ja, ich würde Schwimmen bevorzugen. Ich sehe ja nicht viel. Sind wir gleich sauber? Oh, kann er... Nein, falsch. Kann er da ertrinken? Oh, ja. Habe ich was da, was ich nehmen kann? Ich weiß es nicht, ich nehme das so selten. Gott, ich werde sterben. Nee, in Wasser würde das nicht nehmen. Oh Gott, ich bin gleich tot. Na toll. Das war's. Ich würde sagen, und klanglos unter. So ein Mist aber auch. Wir machen natürlich nochmal vom Kontrollpunkt aus. Sehr schade. Muss dazugeben, ich nehme das echt selten. Aber interessant. Hätte vielleicht doch was nehmen sollen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier... Der läuft immer noch da vorne rum. Hier müsste, sollte zumindest auch einer stehen. Der Herwig war viel entspannter. Da wurden die alle so ein bisschen markiert. Ich brauche unbedingt Schlaf. Okay. Hätte ich auch das Boot nehmen können. Ach so, der rote Balken funktioniert immer noch.
sehr schön. Warum ist immer nur das da zu sehen? Ach, so ein Mist. Okay. Wir haben hier eine Mission gemacht und war das hier. Oh, wieder Silber. Haben wir gemacht. Und innerhalb von 3 Minuten. Schade, dass es daran gescheitert ist. So, ich gehe mal zum Pferd. Und vor allen Dingen, was wir jetzt mal machen werden, uns ausruhen. Uns trinken, mal Pause gönnen. Deswegen reisen wir mal ins Lager. Und machen da mal einen entspannten Schlaf. Noch ein bisschen weiter nach hier vorne gehen, damit ich das Pferd sehe, beziehungsweise damit es mich hört, wenn ich dann danach schreie oder pfeife. Aber wo ist es denn? Strangers gotta cough up pain. Oh, this is tough. Last warning. Fine, fine. No one make any dumb move. Oh, was schießt er denn hier? Was hat er denn? Okay, das war auch wieder doof. Tot. Ich wollte nur zum Pferd. So Mist. Okay, geht's weiter? Wir brauchen unbedingt mal ein bisschen Schlaf. Damit wir die Kerne wieder auffüllen und vielleicht auch mal was essen. Ist schon ein Weilchen her, dass wir, glaube ich, da was verspeist haben aktiv. Oh, minus 23. Aber ey, wir haben jetzt das Pferd hier in der Nähe. Sehr schön. Oh Gott, ich muss rein. Wir gehen echt jetzt mal unbedingt ganz schnell. Nein, da nicht hin. Kann ich hier hinreißen eigentlich? Und gönnen uns da mal ein bisschen Ruhe. Nicht, oh Gott, gut, fein. So ein Mist. Da war man aber auf freiem Feld. Das war auch eine sehr dumme Idee, die Waffe zu ziehen. Das war nicht gerade eine Glanztat. Aber gut. Fürs nächste Mal wissen es wir dann. Wissen es wir dann. Okay. Fürs nächste Mal dann Haken dran und so nicht noch einmal. Nicht so nah vorbeigeritten, um einfach mal da wieder. So, können wir auch das Pferd füttern und. Hey Arthur, can I have a quick word? Nein, jetzt nicht. So, wir brauchen erstmal ein bisschen. Füttern's mal. Striegen das Ganze mal ein bisschen. Oh, ist der staubig. Striege nochmal. Immer noch so staubig.
Und weil er uns so gute Dienste erhält, oder geleistet, streiche nochmal den Kleinen. Da freut er sich auch. Ja, ganz feines bist du. So, okay. Gemacht, getan, erledigt. Hier irgendwo müsste der Eintopf stehen. Quatscht mich nicht voll, ich möchte mit euch nichts machen. Und nur ein Stückchen essen. Arthur Morgan. You okay, Uncle? Yeah, gonna do some sniffing around, see if I can drum up some leads. So. Go buy us something decent to eat, hm? Yeah, okay. So, lecker. Okay, jetzt gönnen wir uns mal einen Tag Schlaf. Oder bis zum nächsten Tag dann. Nein, wir wollen uns nicht umziehen. So, schlafen wir. An dieser Stelle machen wir auch Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Gerne kommentieren, abonnieren und viele Däumchen hinterlassen. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Kuchi. Bye.